Vielen Dank, dass Sie sich ein weiteres Ceramic Nature Video angesehen haben. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie den CN Slimline am besten in Ihrem Aquarium oder Terrarium installieren. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Installationsvorgang. Um die Rückwände korrekt zu installieren, benötigen Sie ein Maßband, ein Messer, eine Bügelsäge und ein Aquarienbausatz. Messen Sie zunächst die Innenmaße Ihres Aquariums mit einem Maßband aus, damit Sie die Rückwand bei Bedarf zuschneiden können. Achten Sie darauf, dass es sich um die Innengröße des Aquariums handelt, da die Rückwand natürlich auf der Innenseite Ihres Aquariums liegen wird. Zeichnen Sie die Innenmaße an der Rückwand ein. Diese Rückwände können auf Maß gesägt werden, was sehr einfach ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Ober- und Unterseite der Rückwand kennen. Diese können Sie leicht auf der Oberseite der Rückwand selbst finden. Um das Sägen zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die markierte Linie vorher mit einem Messer zu schneiden. Dann können Sie die Rückwand zuschneiden, mit der Säge der markierten Linie folgen und es ruhig angehen lassen. Brechen Sie bei Bedarf Teile der Rückwand ab, um es einfacher zu machen. Seien Sie geduldig und besonders vorsichtig beim letzten Stück, um Risse auf der Rückseite zu vermeiden. Setzen Sie nun die maßgefertigte Rückwand in Ihr Aquarium ein. Dadurch wird sichergestellt, dass es passt. Wenn die Rückwand passt, können Sie sie in das Aquarium einkleben. Um die Rückwand sauber in das Aquarium zu kleben, beginnen Sie mit einem Punkt in der Mitte und dann in jeder Ecke. So bleibt die Rückwand im Aquarium an ihrem Platz. Danach ist es sehr wichtig, die verschiedenen Kittpunkte durch eine Kittlinie miteinander zu verbinden. Dies verhindert Totwasser hinter der Rückwand. Danach kann die Rückwand in das Aquarium gestellt werden. Durch Messen und Sägen passt die Rückwand nun gut in das Aquarium. Auch die Rückwände passen gut ineinander, sodass Sie einen schönen Überlauf und keine hässlichen Nähte bekommen. Drücken Sie die Rückwand fest an, sodass der Bausatz fest an das Glas gepresst wird. Wiederholen Sie dies nun mit der anderen Seite. Wie Sie sehen können, gleiten die Rückwände sehr leicht und schön zusammen. Drücken Sie die Rückwand mit zum Beispiel Pappe oder anderem Material im Inneren des Aquariums an, damit die Rückwand an ihrem Platz bleibt und der Bausatz trocknet. Wenn das Aquarium noch leer ist, können Sie das Aquarium auch auf den Rücken legen und etwas Schweres auf die Rückwände stellen. Lassen Sie den Bausatz, wie auf der Verpackung des Aquarienbausatzes beschrieben, trocknen. Viel Spaß mit Ihrer neuen CN Slimline Rückwand!